So, hi. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Cthulhu. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. In der Ja. Tat, das tun Ja, wir. das tun wir. Gib ihm einen Schubs, dann weißt du, wie tief das runtergeht. Bei dem fetten Schlag kannst du es gut einschätzen. Betonung liegt auf fett. Hä? Zwinker, Zwinker, wegen fetter Polizei. Ach, egal. Aber noch gut im Schuss dafür. Sind aber dieselben Haken wieder in dem kleinen Häuschen, ne? Da von diesem Typ im Garten, im Schon, Vorgarten. schon. Für ein paar Fische waren die schon echt extrem groß, die Haken. Ich meine, Ja. wenn du einen Fisch trocknen willst, dann tut es normalerweise auch ein stinknormaler Angelhaken. Die waren ja so groß, da kannst du das Schwein dann aufhängen. Kann er das aufbrechen? Of Nein, course. natürlich nicht. And something tells me that the key is climbing these steps. Da läuft There's wer. tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's got to be other entrances. Und natürlich hat Passage Specky continues Fetti further wieder down. nicht gesehen. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If Oh. possible, I prefer not to ruin my uniform. Natürlich, er Fine, will fine. seine Don't look Uniform for nicht another entrance. I'll ruinieren. try my Ja, luck geht that da nicht way. darum, dass man irgendwie ein Verbrechen auffällt. Nee, die Uniform. Ist da jetzt noch wer? Nein. Nee, der ist da hochgelaufen. In die Haupthöhle begeben ist das Nebenziel des Diebes auf was? Aufnehmen. Da wo die Haupthöhle. Ist das Nebenziel, aber ich meine, offensichtlich müssen Wo wir in ist er die. hin? Hoch? Nee. Doch, da. Warum geht er hoch? Weil er seine Uniform nicht ruinieren will. Ja und? Wir Ich, können ja ja. runtergehen anstatt hoch. Ist halt ein feiges, fettes Schwein. Ist das Wasser? Ach. Knie hoch. Ja, geil, Knie hoch ist Wasser. Wir müssen da rein. Ich will die Laterne nicht vergeuden. Ich habe das Gefühl, die werden wir noch brauchen. Was sind jetzt nicht so ein Counter eben? Oh, volle Dreckbrühe. Verdammt. Kann er da nicht vorbei? Ach, da. Also grafisch finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, das Spiel. Gut, von den Figuren her, gut, kannst kein God of War erwarten, aber so ist es echt schick. Was ist das denn? Traumfänger oder Some was? kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Aha. Natürlich, das weiß er. Wenn er Ja. ihn anfasst, dann ist er kaputt. Na gut, er schaut schon ziemlich schäbig aus. Ich noch so, ist es Traumfänger? Das ist ein Traumfänger. Okay. Ach, heiß. Nimm das Feuerzeug wieder. Lappen. Da, weil der schon zerbröselt ist oder was? Was Cthulhu? denn? Eine Cthulhu-Statue, würde ich sagen. Da hat nämlich den Tag aus der Fresse hängen. Da kotzt was raus. Da hat er Heißhunger auf Kalamares. These paintings must be several centuries old. Oh, wie süß die Fische sind. Könnte ich gemalt haben. Nice. This monstrous creature must be an allegory. Sieht etwas zweideutig aus. Das Ding in der Mitte, ne? Nee, ich meine nicht das. Nein, Nein. warum hat die Augen? Das Ding Augen. These people lying down. Are they dead? Are they asleep? Ja, die schlafen. Ganz klar. Was ist das denn? Was das ist?
Ja. Dasselbe Ding wie da. Nee, das sieht anders aus. Guck. Andersrum, umgekehrt, umgedreht. Oben die Flosse, ne? So. Und die Tentakel. Ja, gut. So. Dasselbe. Ich werde mit dir, der Polizist hat was zu tun mit dem. Warum sollte der jetzt nicht hier mitkommen? Schweineblöd. Lol, wie das glüht. Wo sind wir hier zum Teufel? Neonlampen Valley. Hey, ihr kann springen. Wow. Was für ein Polizist ist das denn? Er will nicht mit, weil er sich sonst seine Uniform schmutzig macht. Was für ein Spast. Ja. Ah, das ist die Tür. Ja, aber wir sind auf der anderen Seite. Genau da ist er gelaufen. Und warum geht er hoch? Da könnte er da vor der Tür warten. Das verstehe ich nicht. Eben. Ich hätte jetzt vielleicht eintreten können oder so. Ja. Voll dumm. Weißt du, die andere oben kann er aufknacken, aber da. Time has weakened these structures. Das sieht schon nice aus. Also von der Grafik hier finde ich cool. Oh, heiß. Kann er nicht. Dann will ich das auch nicht benutzen. Ich würde schon sagen, vielleicht kann er von einer anderen Lampe das Öl klauen oder so, aber nee. Nee, das ist grünes Öl, das ist nicht dasselbe. Mhm. I don't have time to search them all. Warum? Ach doch jetzt. Es wäre doch zumindest schon mal interessant, was da überhaupt drin ist. Ja. Vielleicht sind da abgetrennte Köpfe drin. Ja, warum nicht? Oh, ich gucke erst mal da unten, da ist noch umgelaufen. Ach schau. Komische Gas. This oil again. What is it used for? Ah. Für die Lampen ist doch ganz klar. Und dass du Halluzinationen hast. So meinte ich das. Und das Boot ist nicht mehr festgebunden, das steht einfach da. Ja. Wie unrealistisch. Und abgesehen davon, wie soll... Guck mal, das Wasser drin. Wo? Na da. Im Boot, ja. Ja. Und wo war da der Fahrer vom Boot? Tja. Oh, theoretisch könnte er sich einfach da vorsichtig hinstellen, aber wie bewegt das? Und was steht da auf den Kisten? Da ist ein Zeichen drauf. Guck mal. Was ist das? Wenn du es von der Treppe schmeißt, macht es ordentlich Lärm. Hm. Ah, warte, dreh nochmal unten. Da, bei den, war da was? Ja, guck. Das da hast du schon. This oil again. Ja, hast du schon. What is it used for? Tja. Vor allem erkennt's ja. Und kurz drauf hat er hier diesen komischen, die Vision da gehabt. Diesen Drogentraum. Das gibt's. Das Harzen bestimmt ist und dann leuchtet das so. Eine Cthulhu-Statue. Ach. What's going on here? Piers. Keep your voice down. We're not alone. Wieder läuft. Wie kam der jetzt hierher? Ja. Ich sag's dir, der hat was damit zu tun. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Ja, sprich gegen die Wand, dass man dich nicht versteht. Wie kommt der daher? Das würde mich jetzt auch interessieren. Wie, ja? Was ist denn das für ein Weg? Wir haben ja unbedingt alles abgesucht. Und der ist nach oben gelaufen, ist jetzt da. Und das ist offensichtlich, es ist ein Geheimgang gewesen, wo wir hergekommen sind. Oben im Bücherregal. Ja. Kann ich? Nein. Ja.
Da unten stehen sie. Da. Ah, ja. Da steht auch einer, so ein Mongo, in der Brühe. Hm. Das sind die Klatschendaler Zipfelbum. Die singen hier. Wie heißen die? Klatschendaler Zipfelbum. Das erkenne ich doch sofort. Das ist ein Knabenchor mit tiefer Stimme. Eine Cthulhu-Statue. Guck mal dein Bild. Stimmt. Hm. Beten die dich an? Boah, wäre voll gut. Tötet euch selbst. Ich will keine Haiopfer, ihr Spasten. Süßer Delfin. A table for sacrifice. Und Cthulhu hat vorhin selbst zu mir gesagt, er will das nicht. Ich finde das eklig. Der gehört, er will. Alter. Ein Massengrab. Ist da unten? Guck mal. Nichts. Blut. Und Därme und alles halt. Oh, hallo. Zudem sagt er noch. Ah, doch. Ich dachte, er sagt nichts. Jetzt wird er ins Loch gestoßen. Ja. War so wie klar. Absehbar. War so klar. Ey, da ist gar keine Gedärme und so immer am Lochrand gewesen. Oh Gott. I got it. Die Hose ist sauber. Guck mal, wie sauber die Hose ist. Nee, weißt du, wo wir jetzt gerade sind? Die Vision ganz am Anfang. Kennen wir schon. Panikanfall. Manche Situationen, Bewegungen verursachen Panik und du darfst es nicht lesen. Doch, stand fliehe so schnell wie möglich vom Ort. Okay. Links oder rechts? Links. Sicher, die Tür, die offensichtliche. So. No, damn it! Scheiße. Must find a way out of here. Ist da oben jemand? Ja. Der Joe steht da. Oh mein Gott. Da steht jemand. Der Kreis wird immer dichter, ne? Ja, stimmt. Ich will mich beeilen. Ah, wird wieder größer schon. Ja, okay. Gut. Dann nicht mehr so viel Panik. Oh Gott, warum ist meine Hose aber so feucht? Vor allem hinten. Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Hm. Das ist wie in einem Traum. Aber war irgendwie doch nicht dasselbe, oder? Ähnlich. Aber vorhin sind wir, ganz am Anfang war das nicht, dass wir das ein bisschen so ein Fluss gewartet sind oder so? Ja. Also das Loch war auf jeden Fall dasselbe, in die Schwimmen. That's what he said, genau. Ah. Oh. Alter, noch auffälliger, hast du schon recht, in der Laterne. Guck mal, die haben sogar einen Warteraum, voll praktisch. Ja, voll lieb. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Hallo, nimm den mit. Sieht die Waffe auch, sieht so aus wie die Waffe wie von wo du mir gezeigt hast hier. Hä? Vom Bloodborne. Ähnlich, ja. Ach, ähnlich. Siehst du, ich hab mir das gemerkt. Ähnlich, ja, ein bisschen Ähnlichkeit. Ritualdolch. Ach. Hat ihn genommen, ja, danke. Schon sagen, nimm den Dolch mit um Himmels Willen. Kann er dir nicht halten? Habe ich vielleicht zu viel Level in der Zwischenzeit gemacht? 5 schon wieder. Yes. Nehmen wir.
geile Wartezimmerchen. Schäbige Kabinen. Ja, kannst du auch lesen. I can't read Latin. Aha. Ja, er kann Latein nicht lesen. Bibel mit Anmerkungen. Aha. Und dann kreuzigen sie Jesus. Eigentlich nicht. Sie haben schnell Fixiergummis genommen und so. Oh, Pater-Fix. Pater-Fix, ja. Und es hat nicht irgendwie 3 Tage gedauert, bis er wieder auferstanden ist. Nee, eigentlich war er gar nicht tot, sondern er ist in Urlaub gegangen. Tschechai. Weil es billiger war. Hast du gerade Witze gemacht? Oh, darf ich ja nicht, ist ein Horrorspiel. Entschuldigung. Wir nehmen das voll ernst. Ja. Hm. Ah, hier waren wir doch auch schon mal. Das war doch der Steg, wo er im Part 1 hier seine Lateine gefunden hat. Hier ist das Boot auch noch, ne? Ja. Ah. Ja. TNT. Geil. Genau, hier war das. Jedes Spiel hat mit Kultisten zu tun. Fast jedes. So eine neue Mode, Kultisten. Früher waren es Nazis, jetzt sind es auch Kultisten. Ja, stimmt, das ist die Tür, ne? Aber da war links dann auch noch ein Raum. Mhm. Am Anfang hier nicht. Und dann gibt es Spiele wie Wolfenstein, das sind Nazi-Kultisten. Ja. Was ist das denn? Hey, was hat er da auf den Tisch gelegt? Ein Mensch. Sicher? Ich glaube, da hat sich was drauf gelegt. War sie denn nicht wieder ein süßer Delfin? Stech nicht ab, du bist ein Menschenopfer, du Spacken. Genau. Guck. Geh mal da in deinen Stein. Geht das? Soll ich so nah hin? Ja. Die Höhle erkunden steht da oben. Hast du Angst? Ist ja die Höhle. Hallo. Aha. Nette Wabbelrobe. Am Arm, ne? Ja. Ist der Durchzug? Was hat der in der Hand? Ein Kind? Guck mal. Das ist ein Kind. Eine Laterne. Aber oben drauf. Hallo. Das war deine Idee. Ich hab gesagt, hinter den Stein, nicht zum Typen. Du wolltest, dass ich das... Ich hab gesagt, hinter den Stein. Und du gehst zum Typen hin. Hast du dich erschrocken? Nee. Wahnsinnstaste drücken. Ich hab gesagt, hinter den Stein. Aber da ist doch nix. Da? Da waren wir doch schon. I feel him. That's what he said. My God. You are gifted indeed. Not another word. But him sind wir denn hier? Hier waren wir schon. Doch, oder? Ja, doch. Oh nein. Nein, Mann. Geh jetzt da hoch, sagt das Spiel. Nee. Oh, da schläft jemand. Es sind sogar 2. Haben die noch Köpfe? Ja, haben sie. Achtung, Jumpscare. Ne. Hä? Nimm seine Kleidung. Oh. Bewegen die sich? Ja. Ah! Ooh. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? Die sind tot. Ach, was hat er jetzt gekriegt? Erfahrung halt im medizinischen Bereich. Oh. What does this writing mean? Tja. Computersprache. Kann ich nicht lesen. 0001110. Genau. Oh, ist sogar gut. What about your protege? His awakening. Kuckuck. He will join you shortly.
Jetzt geh da rein. Ich mach das Spiel kaputt. Ja, tust. Ist eh zu. Ah ja. Nee, ist auf. Aha. Muss man sogar da hin, oder wie? Ja. Aber man kommt doch da auch noch hoch. Nee. Nee? Wo ist eigentlich Specky Fetti hin? Hat auch eine Robo. Ja. Der macht jetzt bei dem geheimen Sexritual mit. Hat tot gespielt. Genau. Da ist er. Bradley, what are you doing? Wie eine fette Stealth-Schlange. Seemed up to no good. What in the world is this? Das ist ein Polizist. Man kann und hat keine Pistole. Ja. Oh shit. Hat er? Ah, hat einer. Wow. Don't move! Oh, guck mal, mutiert. Geil. Ist das der Typ von hier, wie heißt der? I won't hesitate. Bradley, get back. Von dem Bild? Nee. You asked for it. Von das ist der Ding, das ist der Charles. Das ist you shouldn't have seen this. Ich die Augen im Kopf. Ja. Weißt du, was das Fleisch war? Vielleicht so ein Kopf drauf und so ein. Ja. Oh oh, oh oh. Du bist böse. We need to get out of here. War das die von du also gesehen? Ach. Ja, die geht schon eine Weile. Hat das gereicht? Das sind wir jetzt tot. Nee, nee. Geschafft. My leg. Wo ist dein Bein? Wo? Ich weiß, wo mein Holzbein herbekommt. Ja, ein behindertes Paddy. Ein behindertes Paddy. Huch! Was ist das denn? Oh, das ist ein Kultist! Ja gut, einer weniger. Ja, nice. Geil. Das war's wert. Guck mal, sie töten sich selbst. Hey, der Vater ist tot. Ja. Der nervt uns eigentlich nicht mehr. Ich will so eine Pistole. Noch einer tot. Ist das eine Unterhose? Hab ich. Wo? Da links. Hört an. Nee. Das sah so aus von Weitem. Mach das Spiel nicht kaputt. Oh, da geht's hoch. Ja, geht's da wohl hoch. Humpel. Light. Auch schneller jetzt. At last. Doof. Hat er wieder mit seiner Krakenhand gegen die Wand gedonnert. Riverside Institute. Pierce und Officer Bradley folgten dem Eindringling zu einem geheimen Treffpunkt eines Kults in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erhoben einen merkwürdigen Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte ihn festzunehmen. Doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, naja, versteht auch einfach nur drauf mit Sachen und Kraken und so, schien, verstümmelte den Polizisten, verstümmelt oder so, er hat ihm irgendwie die Hand in den Bauch gerammt. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside Institute gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Wer hat ihn denn gefunden?
Ja, wir sind so nett und bringen den da hin. Vom geheimen Höhlenausgang bzw. Eingang. Oh, da ist was eingestürzt. Wir müssen gucken. Vor allem der Typ mit der Axt, wer war das nochmal? Der mit der Axt? Ja. Der Hausverwalter. Wo ist der? Der war ja auch nie. Das war ja seine Hütte da mit dem Fisch, wo du gemeint hast. Ja. Okay, Wahnsinnsknopf drücken. Wahnsinnsknopf! Sieht gesund aus. Alter. Ach, der vom Bild. Das ist der vom Bild, ja. Hä? Der, wo mit dem Captain und mit dem und mit Charles auf dem Bild war. Haben vergessen. Der war auf dem Bild drauf. Da war der Captain drauf, weißt du schon, der vom Anfang. Ah, oh, ja. Da, wo wir dachten, da das Holzbein. Mhm. Oh, guck mal. Was hat die im Gesicht? Die war kurz wie Cthulhu, dann wieder normal. Naja, die haben uns Drogen injiziert. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. Hä? What did you do to me? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. Der Dicke ist wieder da. So, das sind Drogendingens, Halluzination. Are you sure he's better? Ich sag dir, der ist böse. He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Du weißt so viel. Hier hast du wieder eine Injektion mit Fett. Mit Bratfett. Bratfett. Lecker Bratfett. Oh, könnte ich trinken. Oh, geil. Ja, oh, Gas. Schnüffeln. Was hat er in der Hand? Ein Stock da? Nee, eine Gummizelle. Eine Zwangsjacke. Das ist die Schlaufe von der Zwangsjacke gewesen. Ja, ganz sicher. No choice, Sanders, and neither do we. Siehst du? Nee. Da, das ist die Schlaufe von der Zwangsjacke. Nee, es stand hier vorne, stand da was. Ja, das war ja die Schnalle. Nee, das war nicht die Schnalle. Hier siehst du es nicht. Ja, ich hab schon gesehen, aber... Ich will nicht schlafen. Ich will jetzt immer ein Töpfchen machen. Hier. Ich mach jetzt mein A. Oh, aus Versehen in die Ecke gemacht. Mein Fehler. Mach das weg. Rauskalkern, bitte, schnell. Ach, jetzt sind wir auf einmal wieder hier. Hä? Ja, was jetzt? Kein Feuerzeug, nix. Okay. Dann hat die ihren Mann auch gemalt, wo er schon mutiert war. Okay. Oh, er ist ein Freak. Ich heirate den jetzt. Okay. Was hat der für Füße? Lol. Nee, das ist die Hose. Sieht so aus, als auch. Aber da volles Segel und schoss aus wie ein Depp. Guck mal, dasselbe. Mhm. Guck mal, dasselbe. Nochmal. Hä? Nochmal. Ich glaube, du hast es halt nicht. Das ist von. Wer ist das Spiel? Ach Gott. Outlast. Genau.
Jetzt hat er wieder seine Klamotten an. Also ich denke mal, das in der Gummizelle ist real und jetzt träumt er wohl, hat sich hingelegt zum Schlafen. Ach, die Alte. Ja. Das ist aber die, die uns die Spitze gegeben hat, oder nicht? Kannst du stand up? Nee. Wer bist du? Ein Freund von Ethan Bradley. Es war er, der mir sagte, dass du hier internt wurdest. Wait. Bradley ist wirklich alive. Ich verstehe nicht. Du fühlst mich so voll von Drogen, dass ich nicht distinguish Dream von Realität kann. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, glaube ich nicht. I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Sicher, dass es dieselbe ist aus der Bar? Ich weiß nicht. Glaub nicht. Was ist mit den Patienten hier? Wie soll jemand hier entkommen? Das größte Risiko nicht. Ich weiß nicht einmal, was zu tun habe. Erstmal. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Auf jeden Fall geht's denn gut, der lacht doch. Oh, haben wir da bekommen, Gegenstand erhalten. Feuerzeug. Und die Laterne wieder. Cool. Ich will aber mein Töpfchen mitnehmen. Was, wenn ich mal muss? Das ist schon mal sogar mobil. Kannst du einfach mitnehmen. Hat sogar eine Tragelasche. Ja, ja. Oh, der ist auch frei. Okay. What does this mean? Sarah. Sarah, 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 Sarah. You can't escape. Das ist Englisch. Oh, wirklich? Burn it. The pain thing is... Paintings are cursed. Ach, glaubst du? Nee, sind bloß aus Drogen gemacht. What did he write about the painting? Wer hat das geschrieben? Der Verrückte mit den verbundenen Augen. Was hat er im Gesicht? Kratzer, hat sich das Gesicht aufgeschnitten. Schön. Kann man mal machen. Was hat er mit dem? Asylum? Oh, Spritze. What did they inject him with? Irgendwas, was auf jeden Fall Spaß macht. In his eyes, this symbol must have some protective virtues. Glaube ich weniger. Wie hat er das an die Decke gemalt? Ohne Leiter. Kennt. Und auf einmal so random Penis. He'll come for you. Naja, kann er schon. Warum ist das gelb?
Irgendwann ging mal die Farbe aus und dann musste improvisieren. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Mhm. Für die Bruder? Oder hatten sie hier denn den Charles eingesperrt, wo sie ihn rausgelassen haben? Hallo, der blutige Stuhl. Ist ja ekelhaft. Ungesund. Das ist auch voll mies, der Eisenstuhl. Was ist das? Eine Matratze. Okay. If I don't get out of here, I'll end up like him. Ja, was überhaupt die Option geben? Tja. Da will ich nicht probieren. Oh doch, komm, scheiß drauf. Hallo. Hey. Hallo. Poor wretch. Alter. Ja? Ich jeden Früh. Du jeden Morgen, wenn es keinen Kaffee gibst. Nee. Wenn ich YouTube einschalte und lese mir mal die ersten 10 Kommentare. Nein, natürlich nicht. Oh, geil. Lecker essen. Geil. Guck mal, gibt's noch wieder Blutsuppe und Hausgemachtes. Aber nur für 2 Leute, schau. Die Teller sehen auch sehr sauber aus unten. Ja, und nur für, zwei Leute. Ja. Hm. Guck mal, da die Burg gebaut. Das erkenne ich doch. Geh mal raus. Ui. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients Dr. Fuller. For you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Tarnung und Erkältung zu. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Tarnung und Erkältung, habe ich nicht gelesen. Irgendeine weiße Markierung ist da. Okay. Weißt du, irgendwann sind die Stimmbänder auch mal so heiß, dann kannst du nicht mehr schreien. Die nicht. Der freut sich, dass er hier ist. Was steht da? Oh mein Gott. Stand da nicht was von Hochspannung auf deinem Schild? Ich glaube, ich sollte hier lieber wieder raus. Guck mal. Danger, ja. High Voltage. Okay. Sicherungskasten. Aber wieso? Oh. Na geil. Oder hat Angst im Kasten? Ja. Na, Klaustrophobie vielleicht. Weiß auch nicht. Vorwärtslehne. Ah ja. Klaus. Bup, bup. Guck. Sesamstraße. Nur anders. Nicht ganz. Oh. Wie sauber der Boden noch ist. Good God. What could this machine be used for? Brusttransplantate. Eindeutig, erkenne ich doch sofort. Francis Sanders. Aktuell litt der Patient an Psychohosen. Er stach sich seine Augen in einem Tobsuchtsanfall aus. Das ist der Blinde. Der gemalt hat, ja. Aha. What is going on here? Das ist eine Hand? Ist das nicht ein Vogel auf dem Ast? Das da oben ist ein Arm. Das ist doch ein Vogel, oder nicht? Das da oben? Nee, das da. Oder? Das kann vieles sein, keine Ahnung. Also das ist ein Mensch und das ist ja. Da von hinten. Das da ist die Schulter. Da, das da. Ah ja.
Was ist das da oben? Ein Gesicht? Die Nase, ja. Ne? Und das? Ja, könnte eine Hand sein. Ein Arschmuskel vielleicht? Der ist überlebenswichtig. Ah, das Herz. Eine Hand. Na ja, gut, ist eigentlich egal. Cthulhu. Mit Tentakeln. Das ist der Charles. Ja, den haben sie zusammengebaut. Ergibt Sinn. Macht Sinn. Wie unauffällig. Was? Spiegelspalt. Entkommen. Für Ablenkung sorgen. Gesundheit. Danke. This machine seems to consume a great deal of electricity. I can still increase the load. Oh, Elektrostuhl. What will happen if I increase the current to the limit? Worse and worse. Alter, das stinkt ja schon richtig. Boah. Oh. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Hier ist ein Fragezeichen unten links, siehst du das? Also hier kann man ein Rätsel lösen. Was ist das denn? Hier sieht aus wie ein Riesenknochen oder so. Das ist ein Fisch. Ja. Sieht aus wie das Fleisch auf dem Tisch. Ja. Das Teil. What are its properties? Die Lampe geht aus, ne? Langsam. Ah. Meine Feder. Hier, nein. Was ist das denn? Schlotze. Mm. Die haben sich da einen zusammengebastelt, sag ich. Und dieselben Bandagen, ne? Ja. Wieder gleich. Ich sag, der Charles, der war verbrannt und das Fleisch muss ja eher sitzen werden, wenn es so verbrannt ist, dann haben sie sich den einfach gekrallt und das draufgebappt. Ja. Draufgetackert. Geil. Guck mal, besser Lagerort für Müll. Einfach drunter, wo es einfach gleich direkt vollgeblutet wird. Hm. Alter, war das eine Schere da? Wo? Ja, da auf dem Tischchen. Ja, das. Nee, eine Säge. Eine Knochensäge. Die ist von der Nurse. Die war ja auch schon da. Sieht gleich aus. Oh, hey, da ist der Nächste. Hallo. Pimmel! Pimmeltanz. Nee, er hat eine Unterhose an. Oh. Alter. Oh, er setzt Arme und Beine. The corpse is complete. Whose are these limbs? Tja. Aufgeschnitten ist er auch schon. Ja. Er hat keine Augen mehr. Doch, schon ein bisschen knallrot. Oh, guck mal, ein Hirn. Oder? Nee. Ja, doch. Gedärme. Voll schlecht animiert. A, B, C, D. Das fand er jetzt witzig. Ich auch. Ich mag den. Ich mag den Mann. Ja. Wir nennen ihn liebevoll Claudio. Claudio, oh, der Schreckhafte. Nee, Claudio, der Lustige. Hat er gelacht. Ja, okay. Die Tür zu. Leise! Batz, zugehämmert! Wieso kann ich das aufmachen? Ist doch eh nichts drin. Oh, Scheiß. Kasten! Krieg dir wieder Angst. Oder auch nicht. Zoology, Esotericism, Mineralogy. And a full shelf on cephalopods. Dementia? Self-inflicted wounds? Von Francis Sanders, ihrem Mann nach Anzeigen schwerer Wahnsinns, hat ein Wesen, das ist okay. Anatomy, Anthropology, nothing surprising. Ist keiner, ne? Nee. Geh wieder raus. Mir passt es nicht, mit dem ganzen Verstecken hier. Ich mag sowas nicht. Es regnet. Ja. Was ist das?
It's done. Now for the others. Ah. Ist es da vorne? Ist er da vorne? Nee. Da liegt einer. Ja. Schreit hier da? Nee. Nee. Kann ich da schreien? Nee. Wird nicht mal angezeigt. Alter. I think we've got a walker. Oh oh. Oh oh. Wo? Renne! Oh, kann ich nicht! Renn schneller! Er rennt, oh mein Gott! Ungünstig! Alter, schlag den! Kann ich nicht! Mann! Hast du gesehen? Da hat ihn in den Schritt gefasst! Beruhig dich! In den Schritt gefasst! Ich werde dir eine Watsch schicken! Oh! Ich glaube, wir haben einen Walker! Oh ja, ich bin der Walker Texas Ranger! Wo kam der her? Der stand da! Da kommt er. Schnell. Alter, wie mies. Genau das meinte ich. So. Alter, oh, Scheiße. Geh nicht da rein. So. Da ist noch einer. Ist er noch da? Nee. Also hat wirklich was von Outlast, ne? Auch mit den versteckenden Schränken und so. Mit dem Typen da in der Anstalt hat schon was. Das Licht. Wo ist er hin? Man weiß es nicht. Exactly what I need. Da ist jemand. Weißt du, greif doch einfach da runter mit der Hand. Nimm's. Schlacht. Nein, man muss da rein in den Raum. Man kann das nicht so nehmen. Wie komme ich da rein? Da? Ist die Küche, oder? Da ist dann jemand noch. Da ist ein Fall. Ja. Stuart. Der schwule Küchengeschäft. Gay. Oh, er kommt. Sicher? Nee, sicher bin ich mir nicht. Kann man da nicht Tür zumachen? Schon, aber was nutzt uns das? Wir müssen da rein. Warum gehst du da rein? Ich brauch den Schlüssel. Das nicht. Wie unauffällig. Alter, hat sie gecheckt. Zu dumm. Lol. Jetzt aber. Gesehen, gut. Kannst du da bei der Tür jetzt wenigstens raus dann? Ja, geil. Ja, Gott sei Dank. Mach auf! Schneller! Heiß? Heiß, ja. Okay. Und das bringt uns jetzt was? Nichts, aber die Stunde ist fast rum. Geil. Haben wir hier schon mal? The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Aha. Kann ich das rein? Ja. Geil. Ach. Ja, Gott sei Dank. Sehr gut. Spiel gespeichert optimal. Ah. Und die Tür zu. Tja. Machen wir sie doch mal fluchtig auf. Auch mit Nein. den Schächten, ne? Alter, hat er nicht getan. Geht er wieder raus? Wir müssen das noch aktivieren. Ich glaube, das wird so, wenn er da beim Gas ist, ne? Mhm. Oder allgemein in engen Schächten, habe ich gerade gemerkt, ne? Ja, oder in engen Räumen. Kann er da auch? Ist zu. Da kann ich
Kann sich verstecken. Dann machen wir da mal. Theoretically, I've only got one lever to push. Okay. Aber hier würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter, weil ich jetzt gerade gespeichert. Ich hoffe, ja. Es geht auch hier weiter. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Call of Cthulhu. Tschüssen. Tschüss.